Ach, oh. Das geht ja sogar noch. Ach du Scheiße. Warte, ich muss mir erstmal angucken, wie dieses Scope funktioniert. Ich meine, klar ist es. Die Vergrößerung ist viel zu hoch. Hey, Sotilian hier. Wir sind selbstverständlich in Escape from Tarkov und was ihr hier seht, sind meine Reaktionen auf dieses irre 16-fach-Scope, was hier auf dieser Remington draufgeschnallt ist. Ganz konkret ist es ein Hensoldt FF 4 bis 16-fach Scope, das heißt, man kann die Vergrößerung zwischen 4-fach und 16-fach umschalten, aber wie ihr es schon seht, ich bin damit alles andere als glücklich und ich bin dieses Scope überhaupt nicht gewohnt und das hat mich dann doch vor die eine oder andere Herausforderung hier auf Wutz gestellt. Aber schauen wir uns zunächst erstmal an, wie ich zu dieser Remington gekommen bin. Ich traue dem Braten noch nie, dass da drüben niemand ist. Hast du gehört? Da hat jemand mit einem großen Schießgewehr geschossen. So, jetzt muss ich mir direkt mal noch einen schreiben. Shit! Wo ist er hin? Schau auf die Seite von der Halle. Da hinten wird geschossen. Sniper auf dem Dach, ja. Ich mache mir mehr Sorgen, dass sie mich irgendwo. Der sitzt irgendwo da hinten. Piek nochmal, bitte.
Das war nicht er hier, oder? Doch, das war er. Kann immer noch ein Vierter irgendwo sein. Ich muss rauskriegen, wo die M700 ist. Bei wem? Um den werden sie sich. Der ist nicht alleine. Na, hier oben liegen jetzt noch zwei. Der da mit mäßigem Gear und der wahrscheinlich mit etwas besserem. Die Scheiße, ich bin schon so lange hier, hier kommen bald Leute zum Exit. Jawohl, da ist er. Oh Gott. Was? Der hat Knüppelpaste gekillt. Lass mich bloß in Ruhe. One on a bit. Вылезай давай, нахрен вылезай! LOL! Das war ich nie. Den habe ich gekillt. Okay, die sind beide von jemandem anderen gekillt worden. Knüppel und Scav und... Ich habe ihn.
Fisch steht vor die ganze Zeit offen. Na gut, es hat auch niemand auf mich geschossen. Ja, dieser unverkennbare Klang der Remington M700 hatte mich überhaupt erst auf Customs dazu bewegt, mich in diesen Fight einzumischen. Und ein bisschen schade habe ich es dann gefunden, dass durch den Tod von Knüppelpaste und Scarf, zweier wirklich bekannter deutscher Streamer, wir uns da auf der Karte verpasst haben. Aber sei es drum. Ich habe hier die Remington, bin damit auf Wutz gegangen und habe hier noch zusätzlich eine Glock 17 mit dabei, um mich im Nahkampf noch ein bisschen wehren zu können, weil eben diese Scope so eine riesige Vergrößerung hat. Und ja, zum Glück hatte ich die Glock dabei. Aber seht selbst. Es ist schade, dass die Karten so leer sind. Was? Killt euch. Die gehören zusammen.
Der Schuss nie gesessen? Bye bye. So, jetzt oder nie, oder? Keine Ahnung, was ich mit der Munition anrichten soll, aber die M4 nehme ich mit. Boah, mir geht die Muffe. Ich gehe nicht hier lang. Ich gehe durchs Wäldchen. Ich bin mir ganz unsicher, ob das hier, der da weggerannt ist, ob der wirklich zu den beiden gehört hat. Mein erster Leg-Meter-Fight seit langem. Es hat geklappt, er ist gestorben. Aber das ist der zweite, der Schuss mit der Sniper, der hat ihn überhaupt nie berührt, ne? Er ist einfach weitergelaufen. Aber dieses Scope ist auch, ich bin so unsicher damit. Und dabei war es so ruhig erst. Mit der M700 in den Raid gegangen und mit der Glock 2 Kills geholt.